Das heißt also, wir haben jetzt, was sind die potenziellen Social Links, auf die wir momentan zugreifen können? Das ist ja einmal der Wish Maruki. Da müssen wir aber krank und erschöpft sein. Das können wir ja irgendwie hinkriegen. Wahrscheinlich können wir das dann machen, wenn wir aus Tartarus zurückkommen. Dann haben wir einmal Mitsuku, aber da ist das Problem, dass wir ein Genie sein müssen. Das heißt, das kriegen wir momentan noch nicht hin. Ja, und Hauswirtschaftsraum, da kommen wir durchaus rein. Das heißt, ich würde sagen, das machen wir als nächstes. Ab morgen haben wir ein langes Wochenende. Ich habe ein paar Leute gefragt, ob sie mit uns chillen wollen, aber es waren nur Typen interessiert. Kein Bock auf eine Würstchenparty. Okay, ja. Naja, man muss alles mal ausprobieren. Go for it, ne? Ich will dich ja nicht unterbrechen, aber dir ist schon klar, dass die Zwischenprüfungen bevorstehen. Aber du bist ja so ein typischer Ryuji und wirst wahrscheinlich nicht lernen, oder? Nutze deine Zeit lieber intelligent. Aha, du musstest mich ja daran erinnern. Oh, Speicher natürlich wieder. Das heißt, wir werden heute mal nicht aufs Klo gehen, ja. So, jetzt können wir endlich wieder oben anfangen. Schreiben, yes. Ja, wir gehen und... Oh, uns geht's großartig, das ist schlecht. Ja gut, wenn es uns großartig geht, dann werden wir jetzt die ganze Nacht durchlernen, dann geht's uns beschissen. Aber wie im echten Leben eigentlich, ne? Oh, lernen. Passt auch ganz gut, weil irgendwann müssen wir eh mal ein Genie sein, damit wir immer zu gut daten können. Oder was auch immer das sein wird zwischen uns. Lern einfach oder so, dann sollte die Stimmung schnell ruinieren. Das ist so traurig. Lern einfach so, oder so, das sollte die Stimmung schnell ruinieren. Es ist so realistisch, das Spiel, ne? Das kann mir keiner sagen, dass es nicht an der Realität auch nagt hier. Dein Wissen hat sich erhöht. Ich fühle mich müde. Ich falle betäubt ins Bett. Oh, siehste, jetzt kommt's doch. Also ist doch gezwungen, dass wir jetzt wieder ins Tartarus gehen. Nice. Dein Zimmer. Oh nein, jetzt kommt wieder dieses gruselige Kind. Bitte nicht. Während du eindöst, spürst du eine Präsenz. Ich will sie sehen. Das ist so Mini-Igor. Den will ich nicht sehen. Geh weg. Hi, where have you been? Toll, vor allem, weil du jetzt vor mir stehst hier. Ich töte dich im Schlafe. Du schon wieder? It's been a while. Are you well? Ja, mir würde es besser gehen, wenn du nicht da wärst. Vor allem, warum redet der... Ich frage mich, ob der auch bei anderen erscheint oder ob der nur bei mir immer auftaucht zu der Stunde. One week from now, there will be a full moon. Mhm. Be careful. A new ordeal awaits you. Ah, lass mich raten. Da kommt wahrscheinlich ein Endgegner, der außerhalb vom Tartarus sich bewegt, ne? Also das ist dann unser natürliches... Unser natürliche Deadline wahrscheinlich, ja? Was für eine Prüfung. You will encounter one of them. Na, siehste? You must prepare for the ordeal, but time is of the essence. Ich sag's doch. I'm sure you're aware of that, of course. Ja, klar, immer. Also, ich weiß über alles Bescheid. I'll come see you again when it's over. Goodbye for now. Weißt du, kann man dich nicht irgendwie abbestellen? Kannst du nicht einfach gehen oder so? Ist es... Ich meine, wenn du so ein Vampir wärst, müsste man dich ja erst in die Wohnung einladen, aber du kommst ja trotzdem einfach rein, ne? Das gruselige Kind ist verschwunden. Ja, zum Glück. Okay. Dein Zustand ist nicht länger optimal. Ah, das ist aber schade. Heute ist der Tag der Verfassung. Damit beginnt die Golden Week. Dir fällt ein, dass die Home-Shopping-Sendung immer mittags läuft. Ja, dann lass uns doch mal jetzt gleich mal gucken. Es ist der gleiche Typ! Ist ja interessant, der hat wahrscheinlich so sein Imperium, sein Schwarzmarkt-Imperium ein bisschen auf Starcraft ausgeweitet. Ein ätzend eingängiges Video, ich finde das toll. Da da da, da da da, da 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 da. Hier kommt Tanaka, über den Äther gleich da. Die Homeshopping-Sendung fängt gleich an. Homeshopping kommt jeden Sonntag. Du kannst alles kaufen, was du siehst. Ist der gleiche. Hallo zusammen, willkommen zur Homeshopping-Sendung Tanakas Teleshop. Erfüller deiner Begehren. Ich bin dein Gastgeber Tanaka mit einem vollgepackten Teleshop. Wir zeigen dir tolle Dinge, die zu unschlagbar günstigen Preisen. Oh, greif schnell zum Hörer. Her mit dem Artikel des Tages. Es ist... Wachmacher, schützt deine Gesundheit. Oh mein Gott, so viel Unfassbarkeit auf einem Haufen. Aber es gibt noch mehr. Wir packen noch zwei Proteinshake für nur 1980 Yen mit rein. Sie verkaufen wohl das Wachmacher-Set. Du hast 1065, willst du dir für 1900 kaufen?
Aber hier noch ohne Sonnenbrille. Ja, die Sonnenbrille, wahrscheinlich hat er irgendwie, keine Ahnung, musste er vor der Justiz fliehen und ist jetzt sozusagen mit Sonnenbrille nicht mehr erkennbar. Ja, wir wissen ja, so kleine Verkleidungen klappen immer, ne? Du hast nicht genug Geld. Nächstes Mal gibt es zwei seltene Karten, um die ihr Kids euch prügeln werdet. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Hier kommt... Oder, ich muss eher im Takt mitsingen. Hier kommt Tanaka über den Äther, gleich bei euch da. Ihr zieht euch ab, ist das nicht wunderbar? Die Shopping-Sendung ist vorbei. Du hast den Fernseher ausgeschaltet. Ach komm, ich kann doch bestimmt nochmal einschalten, oder? Scheiße. Ja, haben wir jetzt ruiniert. Konnte ich auch nicht wissen, dass es jetzt passiert. Naja, Tanaka, ne? Sketchy Tanaka. Okay, das hat nicht den gleichen Klang. So, lalala. So, wie geht's hier? Akihikos Verletzungen brauchen länger, um vollständig zu heilen. Kannst du bis zu deiner Rückkehr mit nur 3 Mitgliedern kämpfen? Ich glaube nicht. Du solltest mehr Vertrauen in dich haben, also zieh mal durch hier, du Lusche. Ich weiß, dass du es schaffst. So, leider können wir heute nicht in... Also, dass ich das mal sage, aber heute können wir leider nicht in die Schule gehen. Wir können ja trotzdem mal vorbeigucken, das Tor ist verschlossen. Aber wir können ja die nächste Zeit einfach komplett depressiv werden und dann zu dem, Wish Maruki gehen, ne? I never felt like... So, die Frage ist, was machen wir jetzt? Ja, einfach mal umgucken. Ach, der alte Sack hier wieder. Ah, ja, Jungs, Spulle wirken so, als hätten sie ihre Seelen verloren. Hey, die sollten nicht nur herum, Junge, sondern feiern gehen. Das Leben genießen, auch mein Wegstecken, das gehört dazu. So, Antiquitätenladen ist natürlich zu. Ja, Bluebeard, Apotheke, Pauline. Warte mal, ganz kurz. Ich muss mal. Mir fällt gerade noch was ein, was ich mal ganz kurz aufschreiben muss, bevor ich es vergesse. Währenddessen kannst du ja schon mal. Hast du auf irgendwas Bestimmtes Bock? Möchtest du da irgendwo hingehen oder gibt es da irgendwas, wo ich momentan hingehen kann? Ich weiß es gar nicht. Also. Moment, muss ich mir jetzt nur kurz ausschreiben, dass ich das nicht vergesse. So. Also eigentlich können wir mal zu den alten Leuten gehen, aber wir laden verschiedenste Musik, Ergreifspielcomputer, Gameparat, könnten zocken, ja, was auch noch ganz in Ordnung wäre, Anschlagbrett. Jetzt ist halt nicht so viel los, ne? Der Arbeiter ist echt beschäftigt. Tut mir leid, aber wir sind momentan voll, ich habe vor Wochenende hier versucht, mal einzuhalten. Gut, hier gibt's also nichts. Port Island Station. Na, ich habe ehrlich gesagt keinen richtigen Überblick über deine Möglichkeiten. Im Großen und Ganzen kannst du nur arbeiten gehen oder bei den Rentnern vorbeischauen. Ich glaube auch. Wir könnten ins Kino gehen. Also ich werde im besten Fall wirklich mich um meine Dings kümmern, um meine Sachen. Willkommen im The Blumen kaufen. Nee. Bahnsteigsperre. Ja, ist wirklich so. Also scheinbar, ich habe auch nicht so den Überblick über die Möglichkeiten. Was waren hier oben eigentlich? Gab es hier irgendwas, was potenziell zu einem Dings führen könnte? Restaurant? Kann man halt Zeug fressen. Aber momentan... Charme verbessern... Also ich weiß halt nicht, warum ich das momentan verbessern sollte. Also wenn ich jetzt unbedingt einen Wert verbessere, dann würde ich echt erstmal auf Intelligenz gehen. Süßigkeitenladen... Udon-Restaurant. Book on Mangas türmen sich überall auf. Hier immer nochmal zu den Renten und ist okay. Warum nicht? Boah. Entscheidest du dich. Ich hab keine Freunde in meinem Alter, ich hänge nur mit alten Leuten ab, ne? Ach, Bleugenschein, da bist du ja wieder. Schade, dass du hier etwas früher gekommen bist. Das Gefühl kenne ich. Meine Frau ist gerade Richtung Gekugan aufgebrochen. Da sollte ich auch hingehen. Ja, sie wird nicht lange unterwegs sein. Warum leistest du mir nicht Gesellschaft, Bleugenschein? Und Kitty freut sich, dich zu sehen. Hast du Durst? Hier, das könnten wir teilen. Er gibt dir eine Flasche angesabberten Apfelsaft. Wo sind denn die Becher? Ohne meine Frau bin ich komplett aufgeschmissen. Scheiße, ja, ne? Ach, hallo. Du kommst gerade... Ah, bäh, 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 bäh.
Baum! Mitsuko hat einen Hornschaden. Nein, Mitsuko ist ganz blass. Frag, was das hier ist. Lass mich raten, der wurde gefällt oder was, hä? Beruhige dich, Liebes. Du machst Pleugenschein ja Angst. So weit solltest du in deinem Alter nicht gehen. Bunkichi ist besorgt. Hier, trink das, ne? Spezialzutat. Und das ist für dich, Pleugenschein. Ceylon oder Ceylon, wie spricht man das aus? Tee erhalten. Ihre Reaktion nach zu urteilen, stimmt das Gerücht wohl? Der Kaki-Baum bei der Schule, meine Frau hat gehört, dass er gefällt werden soll. Und das hat sie fast umgehauen. Weißt du etwas darüber, Pleugenschan? Ja, bis jetzt nicht, aber jetzt weiß ich was darüber. Also jetzt mache ich mir Sorgen. Du bist so nett, Pleugenschan. I love you. Ich mache mir auch Sorgen. Ich wollte mehr darüber herausfinden, aber da habe ich wohl den falschen Baum angebellt. Bunkichi wartet auf deine Reaction. Immer wollen alle was von mir, ja? Wie soll ich darauf reagieren? Ja, du hast wahrscheinlich ein größeres emotionales Band zu diesem Baum als ich, ne? Pleugen-chan, wenn es nicht so viel Mühe macht, kannst du uns, wenn du etwas über den Kaki-Baum hörst, mit Mitsuko scheint auf dich zu zählen. Eure Beziehung ist jetzt stärker. Mensch, das geht ja hier. Zack, 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 ja, Mensch. Stufe 4 schon. Social Link Stufe 4. Ne? Hierophant steigt. Nicht stärkt. Es wird schon dunkel draußen. Wenn es nicht so viel Mühe macht, sagst du uns, wenn du etwas über den Kaki-Baum hörst, wahrscheinlich müssen wir das aktiv jetzt machen. Ne? Dass wir den Kaki-Baum, dass wir nach dem Kaki-Baum fragen oder so. Wenn ihr das jetzt so oft sagt, wird das wahrscheinlich was Aktives sein, was wir machen müssen, bevor wir Stufe 5 kommen. Du verabschiedest dich von Munkichi und Mitsuko und beschließt, zurück ins Wohnheim zu gehen. Where have you been? Würd's gern wissen, ne? Und nochmal speichern. Wir werden jetzt nochmal lernen, damit es uns richtig scheiße geht. Wir nehmen natürlich wieder die Abkürzung. Aber läuft doch mal ganz gut bis jetzt, würde ich mal sagen. Na dann, lernen schlafen, wo ist ja der Unterschied. So. Dein Wissen hat sich erhöht, du bist erschöpft, du fühlst dich müde, du hast Depression. Ja, wahrscheinlich müssen wir wirklich jetzt bis zum nächsten Vollmond warten, ne? Heute ist der Tag der Natur, der zweite Tag der Golden Week. Schön. Dein Handy klingelt, ich hoffe, es ist nicht der gruselige Junge. Hey, ich bin's, Cass, hast du kurz Zeit? Boah, mach mal, erzähl mal. Willst du etwas unternehmen? Du hast die Wagen bei so einer Aramitima. Vielleicht werdet ihr also noch engere Freunde. Ja klar, nimm mal mit. Ja, warum soll ich das nicht annehmen? Das wäre bescheuert, ne? Ist ja nicht so, dass ich momentan so eine große Auswahl habe. Toll, sei pünktlich. Katsushi ist begeistert. Das freut mich. Bin ich auch. Lass mich raten, er will wieder joggen gehen wahrscheinlich, ne? Iwatoda Einkaufsstraße. Alter, du verstehst es wirklich nicht zu klein. Katsushi mustert deine Klamotten. Na gut, ich trage schon im Spiel seit Anfang die gleichen Klamotten. Die ändere ich auch nicht groß, aber danke dafür. Ich nehme es gerne mal an, ne? Ey, ich will mir einen neuen Look zulegen, doch mir fehlt die Zeit dafür. Mein Trainingsanzug trage ich nur am Wochenende. So komme ich in die richtige Stimmung. Und ich wasche ihn auch nie, verstehst du? Katsushi ist stolz auf sich. Ich will jederzeit alles geben, weißt du? Das nennt sich Hingabe. Ja, ist mir doch egal, scheiß drauf. Würde nicht heiß, nein. Mir doch egal, nicht. Oh, ne? Würde nicht heiß, machen wir mal das. Ich glaube, er mag das ja, wenn man ihn so ein bisschen antreibt oder so ein bisschen ihm Feuer unter den Hintern macht, ne? Das hat Yuki mich auch gefragt. Ich dachte, du würdest das verstehen, aber da lag ich wohl falsch. Oh, ist enttäuscht. Eure Freundschaft scheint festgefahren zu sein, scheiße. Wegen einem Kommentar vor allem, willst du mich verarschen? Du gehst zurück ins Wohnheim. Wegen einem fucking Kommentar. Ey, aber ganz ehrlich, da lade ich das jetzt nochmal neu. Also. Ey, nö, komm. Also, das. Ich will das jetzt. Titelbildschirm ist mir jetzt egal. Ja. Ihr wollt mal hier Daten laden, komm. Ich meine, wenn wir gespeichert haben. Freundschaft beendet. Anzeige ist raus. So, machen wir nochmal. Aber wegen einem Kommentar. Das ist also. Ne? Das ist ein bisschen. Dezent übertrieben, würde ich mal sagen, ne? Also, wie nachtragend kann man denn eigentlich sein? Nee, verstehst mich nicht, ich hasse dich, Pleugen.
Du hast ja entschieden zu lernen, das haben wir auch gemacht, bla bla bla. Dein Wissen hat sich erhöht, deine Depression auch. Ich meine, es ist jetzt nicht Cheaten, ne? Ich meine, ich habe jetzt einfach gespeichert, warum soll ich das jetzt nicht mit annehmen, ne? Ist ja Quatsch, wenn ich mir die Chance, durch die Finger rinnen lasse. Ich glaube, gerade auf dem Schwierigkeitsgrad ist es durchaus angemessen, wenn man da alle Sachen so gut es geht verbessert. Ich bin's, Cass. Ja, komm, wir machen was. Bla bla bla, ich bin pünktlich. Ist dir nicht heiß? Freundschaft sofort festgefahren. Ihr werdet nie wieder auf einen Nenner kommen. Ich meine, wie kann ich's mir. Ich bin aber auch ein Arschloch. Wie kann ich's mir wagen, sowas zu sagen, ne? Also, ich habe ihn da wirklich tief im Herzen verletzt, muss man ehrlich mal sagen. Also, ich muss ihn verstehen. Aber mir doch egal ist auf jeden Fall, ich verstehe dich nicht. Und das ist doch verrückt, ist auch nicht viel besser. Das ist verrückt. Na klar, Alter, ich trainiere sogar im Traum. Also wenn ich zu dir sage, das ist verrückt, was eigentlich viel offensiver ist, als zu sagen, ist dir nicht heiß, was vielleicht auch ein Ausdruck meiner, weiß ich nicht, vielleicht mache ich mir einfach nur Sorgen, schon mal daran gedacht. Aber das ist natürlich dann besser, wenn ich sage, du bist verrückt, du bist eigentlich total durchgeknallt, was soll das? Na klar, Alter, ich trainiere sogar im Traum, ich tue alles, um zu gewinnen. Kazushi, sei dich zu amüsieren, ja, bitteschön. Oh, Freundschaft ist heute enger geworden. Naja. Ist okay. Solange sie nicht festgefahren ist, könnte schlechte Übersetzung sein bei verrückt. Das kann gut sein. Weil ich mal sagen, wenn ich zu dir sage, ey, das ist doch verrückt oder so, ist das eigentlich eher schon was viel Negativeres, oder? So. Uns geht's immer noch gut. Auch Bleugen. Enttäuschend. Dir muss es schlecht gehen. Lern noch mal eine Runde. So kann man auch seine Golden Week verbringen, aber die ganze Zeit lernen, weißt du? Du hast dich entschieden zu lernen. Depression steigt. Oh, das ist auch krass, ja. Mitsuko, Genie muss man sein. Das heißt, es dauert echt noch ein ganzes Weichen, bis wir da hinkommen. Heute ist der Tag des Kindes, der letzte Tag der Golden Week. Warum heißt es eigentlich Golden Week, wenn es nur 3 Tage sind? Das ist ja eigentlich eher sowas wie Golden... Ja... Golden 3 Days, weiß ich nicht, dein Handy klingelt. Hey, Kenji, hier hast du Zeit zum Quatschen? Ja, ja. Hast du halt irgendwas vor? Wollen wir uns treffen? Ja, komm. Echt cool. Kenji freut sich. Lass mich raten, wir labern wieder darüber, dass du die Lehrerin abschleppen möchtest, ne? Ist es das? Iwatodai Einkaufsstraße, Wakatsu Restaurant. Verzeih, dass ich dich so unerwartet anrufe. Meine Familie ist heute unterwegs und ich fühlte mich einsam beim Essen. Und da musste ich an dich denken. Du hast doch Ramen gegessen, als wäre es der letzte Tag auf Erden. Kenji redet beim Essen. Was sehr unhöflich ist, hat man dir nicht beigebracht, mit Vollmund spricht man nicht. Ich kann niemandem vertrauen, der sein Essen nicht genießt. Wenn das Essen wirklich schlecht ist, dann ist es okay. Aber wenn es gut schmeckt und jemand tut so, als würde es scheiße schmecken, kann ich ihm nicht trauen. Kenji lacht, wie ein Psychopath. Bist du übrigens wählerisch, was dein Essen angeht? Ich bin ein Feinschmecker. Überhaupt nicht. Bestimmte Sachen esse ich nicht. Tja, also eigentlich müsste ich ja sagen, ich bin ein Feinschmecker. Ne? Weil, wenn er sagt, er mag das, er mag jemanden mit einer guten Zunge, bin ich der Feinschmecker. Überhaupt nicht. Wäre natürlich, okay, du bist ein Schwein und frisst alles. Bestimmte Sachen esse ich nicht. Ist, oh ja, zu wählerisch. Ich bin Feinschmecker. Ich auch. Die Hälfte der Dinge auf dieser Welt kann ich gar nicht essen. Vieles ist für mich ungenießbar. Aber wenn eine bildhübsche Lady es für dich kochen würde, dann würdest du es doch essen. Kenji stimmt dir leidenschaftlich zu. Der ist auch dauerhorny, oder? Kann das sein? Deine Freundschaft ist stärker geworden. Aber reicht noch nicht aus für ein Level-Up. Aber ist okay. Ist in Ordnung. Hi. Willst du irgendwas von mir, oder? Senpai ist noch nicht zurück, darum können wir heute nicht in den Tartarus gehen. Yucatan sagt... Tan, was ist Tan für ein Suffix? Yucatan. Yucatan sagte, sie wollte lernen, aber ohne mich, Mann. Ich suche mir was Spaß macht. Aber ich glaube, wir haben jetzt so das Beste aus den 2 Dates hier rausgeholt, würde ich mal sagen. Und da passt es. So, ja, lernen wir nochmal. Dann sind wir richtig depressiv, oder? Wir müssen jetzt eigentlich... Warum hast du immer noch gute Laune? Verniedlichung, ja? Ich kenne nur Chan. Ja, Tan kenne ich gar nicht. Aber wir können auch zocken. Können wir nicht... Ja, können wir lernen nochmal. Das ist...
Weil wir können die Zeit sinnvoll nutzen. Dein Wissen hat sich von Slacker auf Average geändert. Da war auch jemand sofort zum Übersetzen, ne? Wir sind jetzt Average klug, ne? Du fühlst dich müde. Du hast heute genug gelernt.